Yeah, neue Musik. Was geht? Und somit sage ich herzlich willkommen zurück zu Pokémon Revolution Online Part. Keine Ahnung, schieß mich tot, weil wir schon so viele Parts gemacht haben, die ziemlich lang gehen. Manche sogar über eine Stunde oder die beiden Specials sogar über zwei, eine fast drei. Egal, scheiß drauf. Ich habe überhaupt keinen Plan mehr, wo ich bin. Wir sind auf jeden Fall in Herzhofen. Soweit weiß ich. Ich glaube, ich habe meine Pokémon ein bisschen trainiert vor ein paar Tagen. Aber jetzt geht's weiter. Ich weiß nur nicht so recht, wohin. Deswegen fahre ich mal gen Norden, denn dort war diese komische Sache, wo man spazieren konnte. Ich bin gespannt, was das hier zu bedeuten hat. Na, was sagst du denn? Mr. Trainer, wo ist dir das Meer? Das Meer ist auf jeden Fall nicht hier. So viel kann ich dir sagen. Ich weiß, nicht sehr hilfreich, aber es ist nicht hier. Ah, Haspiror, Pachirisu, Liquidation. Was ist denn Liquidation bitte für eine Attacke? Wie viel kostet die? Really cool move. 15.000, das kannst du dir in die Haare schmieren. 15.000 kriegst du nicht. Da ist mir die Liquid... Da kann man nicht rein? Wieso nicht? Ist auch ein ziemlich deformiertes Haus, also da würde ich auch nicht mit einziehen. Sieht auch sehr, sieht aus, als wenn es da ganz schön oft zieht und ich kann mir nicht vorstellen, dass die zweite Etage sehr sicher ist. Aber hier scheinen ja Replikate dieses Haus zu, Duplikate dieses Hauses rumzustehen, deswegen, keine Ahnung. Die sehen ja alle gleich aus. Also scheint es doch irgendwie zu funktionieren und ein schönes... Ein schöner Springbrunnen nochmal nebenbei. Gibt's hier überhaupt Pokémon? Gibt's hier Pokémon? Hier gibt's keine Pokémon. Ich weiß, dass hier gibt's Pokémon. Driftlon zum Beispiel. Was? Wo kriegt man die denn her? Pachirisu, Haspiror, Driftlon. Rip. Cricketu. Na, deswegen der Name auch. Und ein Unbekanntes im Wasser. Würde mich interessieren, wo hier bitteschön Rasen ist. Wo ist hier Rasen, Mann? Gib mir Rasen. Ich gehe durch den Rasenmann, denn ich bin der Rasenmann. Auf jeden Fall ist hier ein Driftlorn. Und was sagst du mir so Schönes? Ich komme hier und so weiter und so fort. Interessiert mich auch gar nicht, was du sagst. Ich wollte nur gucken, was du sagst. Ach, hier gibt es noch eine andere Seite. Hier ist quasi die Wasserseite, oder was? Ich kann eh noch nicht surfen, glaube ich. Ich glaube, das geht gar nicht. Das kann gar nicht gehen. Fanbadge, genau. Oh ja, ich habe mächtig trainiert sogar. Level 37 und 35, wieso weiß ich das nicht mehr? Hab wohl zu viel gemacht in letzter Zeit. Sollte ich vielleicht mal wieder überlegen, mir ein Gedächtnis anzuschaffen. Hier übrigens Rotom Evolution Moves. Hier kannst du Rotom Evolution Moves beibringen. Ich glaube, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt. Hier ist die Arena, was sagt die? Die Arena darin ist nicht da, deswegen komm irgendwann anders wieder, du Spangen. Was sagst du? Amity Square ist einfach cool. Geh rein. Hier gibt es doch locker den Rasen, oder? Hi. Hey, Brilli. Was geht? Ich liebe diesen Park. Hört man. Deine Stimme wird so hoch. Nicht so tief wie meine. Okay. Hallo Maria, ich hab dich lieb. Dieser Park ist wirklich entspannend für alle Pokémon und so weiter und so fort. Kann man da... Hier ist kein Rasenmann. Das kann doch nicht sein. Die verarschen mich. Hier ist so Pokémon anwesend angeblich, aber hier ist überhaupt kein Rasen. Dies finde ich nicht fair. Das ist Verarsche. Das ist Verarsche. Richtig Verarsche hier. Kein Problem, aber wir können damit leben. Habe ich die Stadt erkundet in der letzten Folge? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Hi, oh Mist, ich wollte mit dir reden, nicht auf dir drauf trampeln. Mein Vibe ist ein... Ja, irgendwie kommt mir das bekannt vor, deswegen werden wir weitergehen, ich weiß nicht. Arena-Leiterin kann ich anscheinend noch nicht machen. Der Move-Relearner ist hier, das ist auch gut zu wissen. Das ist gut zu wissen, ja, das kommt mir irgendwie alles ziemlich bekannt. Komisch, daran kann ich mich erinnern. Hier ist eh die Musik scheiße. Scheiße ist die Musik, ich bin sehr enttäuscht. Anscheinend muss ich weiter. Die Arena von Herzhofen muss ich jetzt noch nicht machen. Ja gut, ich kann es auch nicht an den Orden ablesen, weil das eine ist hier ein Quadrat und das andere ist rund und... Ja.
Was soll ich dazu sagen? Gehen wir jetzt hier rechts? Ich habe keine Ahnung, wohin. Anscheinend. Hardhome City. Pastoria City. Salesion. Und Celestic. Ich würde sagen, wir gehen rechts lang. Hier sind ja so viele Auswahlmöglichkeiten. Pokémon Breeder Albert. Na, was geht? Ich habe einen Piplup. Und du? Guck dir meine liebliche, liebe Pokémon an. Und ich habe natürlich ein Pflanzen-Pokémon, weil ich natürlich genau was gegen dich haben muss. Pack müsste aber trotzdem reichen. Level 37, ich meine 21 Level höher, Mann. Jetzt schaffst du ja wohl. Ich glaube an dich, Blendwa. Und Mobile sieht ziemlich... Ich mag Mobile. Und Mogelbaum mag ich auch. Und ich wünsche mir, dass Mogelbaum noch eine Entwicklung kriegt. Ich weiß auch gar nicht... Eigentlich hätte es auch eine Mega-Entwicklung kriegen müssen, oder? Also, ich meine, ich bin kein Fan so von den Mega-Entwicklungen. Ich weiß, da spreche ich gegen viele Leute. Aber Mega-Entwicklung finde ich einfach nicht ganz so cool. Vor allem, also, manchen macht das Sinn. Zum Beispiel Mega-Bibo finde ich ziemlich cool. Aber... Sorry, mega-legendäre Pokémon. Mewtwo. Kyogre, Groudon, Rayquaza vor allem ist ja super mächtig. Das finde ich nicht so cool. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich echt doof. Ja, finde ich richtig doof. Komm schon. Radikal! Radikal! Mal gucken, hier ist auch ein Pokémon, das ich noch nicht kenne. Pantimimi, Zwirrlicht, Zyklop, mein Zwirrlicht. Oh, Scharnierer kann man hier auch fangen, einfach so. Ja gut, Radikal wird weggesurft, zack, und dann liegst du am Boden, du Drösche. Hat jemand von euch jemals einen Radikal wirklich im Team gehabt? Ich nicht, ich noch nie. Nicht mal in der ersten Edition, wo ich noch nicht mal wusste, dass es Abschaum ist. Hi, na, hier ist ein Tipp für dich, leg dich nicht mit mir an, ich meine, keine Ahnung, was... Bait, was ist Bait? Leute, was ist Bait? Ich habe keine Ahnung, ich bin so schlecht im Englisch, ist mir aber auch scheißegal. Wirklich, ehrlich gesagt, kein Bock drauf. Hallo Emma, Emma ist ein schöner Name. Hi Emma. Ob du auch so eine schöne Frau bist? Hallo Mr. Trainer, ich rede das gleiche wie die andere. Ah, hast du Robustheit? Robustheit, Robustheit, Surfer und weg. Ey, eine Mücke. Eine Mücke, die habe ich, da habe ich kurz einen Prozess gemacht, wie mit diesem Kampf hier. Da habe ich einfach mal und schon war sie tot. Du stichst mich nicht. Hallo Lil. Lil, was? Du bist Rapperin, ja? Du hast meine Schwester vielleicht besiegt, aber du wirst niemals an mir vorbeikommen. Mime Junior. Yeah. Pantimimi. Surfer, und schon komme ich an dir vorbei, nur weil dahin Pantomime eine unsichtbare Mauer macht. Tja, Pech, wird er weggespült, kein Problem mehr. Sorry, Sis. Ey, yo, was geht, Sis? Ich konnte ihn nicht triggern, Digga. Hallo, Jogger. Du bist ja so fleißig, du joggst hier Tag und Nacht, Mann. Du arbeitest nicht, du joggst nur. Es sei denn, Joggen ist auch noch deine Arbeit. Die Surfer! Mach dieses Luxio, oder wie es auch auf Deutsch heißt, ich habe keine Ahnung. Mach mal einfach tot, keinen Bock drauf auf dich. Ich kam mir auch noch nicht in den Genuss, dich zu fangen. Ey, sieht gleich aus. Hey, du siehst genauso aus wie die anderen. Hi, du siehst auch aus wie dein Bruder noch, der übrig ist. Du bist der einzige Überlebende. Jetzt nicht mehr. Ha, tot. Oh, da ist noch ein Jogger. Mann, hier scheint ein beliebter Joggort zu sein. Oder macht ihr das wegen den Chicks? Hi. Aha, hab dich. Erwischt. Hier, Pikachu. Oder bist du ein sprechendes Pikachu wie Meisterdetektiv Pikachu? Ich weiß nicht, ich werde dieses Spiel nie spielen. Ist das gut? Ich kann mir das nicht einfach nicht vorstellen. So. Also nicht, dass ich das spielen würde. Für Kinder vielleicht cool, so Pikachu-Fan und so. Aber ich finde das, glaube ich, nicht so cool. Ja, entwickel dich mal zu Raichu und philosophier dort an dem Wasser, du kleiner Spaddel. Pokéball, komm zu mir. Zwei Hypertränke. Zwei Hypertränke. Ich liebe Hypertränke. Die schmecken so gut. Die schmecken so hyper. Hallo, Paul.
Aha. Er liebt Rennen also, ja? Dann renn mal weinend nach Hause, denn dein Pokémon wird jetzt sterben durch meinen Surfer. Da da da. Du hast mich überholt. Ach ja. Du bist mir entgegengelaufen. Hallo, Brüterin Jennifer. Wie geht's dir so? Habt ihr alle die gleichen Pokémon? Ihr seid ja echt doof. Ihr habt alle Baby-Pokémon, kann das sein? Los, pick ihn kaputt! Ich liebe es, wenn du durchbohrt wirst von dem Schnabel. Mein Junior kriegt mal volle Surfseite ab. Oh, hat keine Pipi mehr da. Keine, nicht mehr genug Pipi, um Surfer einzusetzen. Dann muss halt die Brian her. Lake oder Lake oder wie auch immer die Attacke auf Deutsch nochmal heißen mag. Ich hoffe, du kümmerst dich gut um deine Pokémon. Oh mein Gott, hier wären Schaufler-Dinger. Schaufler-Spots. Mechanet. Mehmet, Chan und Ahmed. Oder? So hätte ich jetzt gedacht. Schiffus, Win, Castle, Gunner, Lyrical Let's Play. He isn't making any sense. Er macht keinen Sinn. Ja, ich merke das schon. Hier konnte man doch Krüppuk fangen. Umständlich. Umständlich wie Sau. Konnte man hier Krüppuk fangen. Ich erinnere mich noch. Diamant, Perl, Platin. Ich weiß nicht, ob Platin auch, aber doch auf jeden Fall Diamant, Perl. Man brauchte diesen komischen Stein da. Vergessen, wie der Stein wirklich heißt. Und dann musste man in diesen Untergrund und mit 32 Leuten sprechen oder so. 32, glaube ich, war das. Und das war übertrieben, denn die Online-Funktion war echt scheiße. Ich zum Beispiel konnte bei DS nie online anmelden. Okay, die bin Arceus und Shiny, egal. Und kam dementsprechend nie auf den Genuss. Ich habe das irgendwie mit einem Freund erarbeitet. Ich glaube, eine Edition konnte das, und ich glaube, Diamant war das sogar, die ich sogar hatte. Ich hatte Diamant als erstes. Ja, ja, ja. Welche fandet ihr cooler? Dialga, Palkia? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich finde Dialga cooler, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn Palkia zuschlagen kann, das finde ich gut. Auf jeden Fall musstest du in diesen scheiß Untergrund. Das war echt ein Stück Scheiße, dieser Untergrund. Und dann musstest du mit 32 Leuten reden. Und dann konntest du den Stein da einsetzen und dann kam dieses Pokémon da raus. Ich glaube, das war echt scheiße. Ich habe es auf jeden Fall echt scheiße in Erinnerung. Ich muss es mal so kritisieren. Aber die Zeiten sind ja vorbei. Es ist sehr einfacher jetzt. Ne, jetzt können wir ja auch einfach so Pokémon tauschen und dann sogar Pokémon einfach reinstellen, wo dann Leute für einen Raupi einen Shiny Arceus mit super duper Fähigkeiten verlangen. Keine Ahnung. Richtig dumm. Rancher Lambda. Ich wünschte, ich hätte jetzt Schaufler. Bla bla bla. Hä? Habe ich gegen dich schon gekämpft? Keine Ahnung. Ah, gut, dass wir mal den Zerschneider dabei haben. Das finde ich mal richtig gut. Und ich finde die Funktion, ich weiß nicht, wieso man nicht einfach surft, wenn man die Leertaste drückt. Das heißt, Zerschneider funktioniert jetzt ja auch sofort. Das ist der verlorene Turm. So verloren sieht er gar nicht aus. Der steht ja da. Du weißt ja, dass er da ist. Sei vorsichtig, dass du nicht deine Seele darin verlierst. Gruselig. Ich habe Gänsehaut bekommen. Hi. Hallo, Mario. Na, was geht? Eine große Kalzone mit extra viel Zwiebeln. Um SpongeBob zu zitieren. Oh mein Gott, das war so scheiße traurig, Mann. Also, meine Frau liegt hier. Ich dachte, das ist ein Pokémon-Turm. Ist deine Frau ein Pokémon gewesen? Und mein Fernseher meldet mich sich natürlich wieder zu Diensten und sagt, keine Zeit mehr hier. Ich schalte mich gleich aus. Weißt du, auch voll zickig so. Hallo, Oliver. Buh, oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Modem. 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 Pack. Ja, sag nicht, es hat überlebt. Hidden Power, die normal effektiv ist. Ich dachte, Hidden Power setzt man dann nur ein, wenn es dann sehr effektiv ist. Ja, gut. Aber wie dein Name sagt, du chattest dich tot. Du brauchst nur ein Wort sagen und du bist tot. Chatter. Wow, Chatter. Was ist Chatter dann bitteschön für eine Attacke? Wie heißt die auf Deutsch? Ich habe keine Ahnung. Brian. Drill Pack ist natürlich besser als Pack. Das nehmen wir. Damit können wir ein bisschen Schaden machen, falls wir mal uns Opfer messen. Du bist nicht überrascht. Doch, voll, aber es ist jetzt nun mal auch schon ein Kampf her, ne? Dass du mich voll erschrocken hast. Ich habe vor Schreck meinen Pokéball geworfen. Denn
Du hast einen ovalen Stein gefunden. Ich weiß nicht so recht, was das jetzt bedeutet. Hier gibt es kein Pokémon, das ich benutzen könnte in meiner Larrycolog. Ich könnte es so umbenennen eigentlich, aber gut. Weil ich nicht gen-spezifisches Pokémon habe. Okay, die Entwicklungen werden gen-spezifisch, aber wie ich am Anfang gesagt habe, benutze ich nur Pokémon, die in der jeweiligen Generation in der Entwicklung erfunden wurden. Das heißt zum Beispiel Kramurks kann ich nicht nehmen wegen Kram, kann ich Kramchef nicht nehmen, weil Kramurks gab es schon als erstes in der zweiten Generation. So wie zum Beispiel Knospi bzw. Roserade kann ich nicht nehmen, weil... Hallo Kid, ich muss heulen. weil Roselia einfach schon in der dritten Generation erfunden wurde. Deshalb bleiben mir nur die super coolen Pokémon, die ich so finden kann. Ich habe mir schon eine kleine Liste gemacht, aber da wird natürlich nicht verraten, welche Pokémon ich nehme. Ja, es ist der Eistyp, um dir da mal zu antworten. Aber das ist leider meist nicht so oft benutzbar. Mamutell und Snibunna sind dabei noch recht gut. Also jetzt PvP-Style-mäßig so, ne? Wenn man es schlau anstellt, ist auch wie Everlock, Actilas ganz gut. Ganz okay, ganz gut. Also ich konnte zumindest im Einzelkampf gut gebrochen, im Doppelkampf eher weniger. Aber der Rest ist ein bisschen für den Arsch. Und ich hatte mal so eine coole Strategie mit Rossana und Krabbel entwickelt, die hätte sowas von geil funktioniert, aber es gibt so Pokémon wie die Kapu-Pokémon, ne? Die finde ich sowas von zum Kotzen, denn du kannst bei irgendeinem kein Pokémon in Schlaf versetzen zum Beispiel. Das war ziemlich scheiße für mich. Ich wollte es gerade fangen, dieses Raichu. Ich weiß nicht so recht warum, ich habe das schon. Nach der Attacke werde ich ja wahrscheinlich nicht tot sein. Ich hoffe, du bist nicht paralysiert. Bitte, 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 bitte. Jawohl, dann kann ich ihn gleich nochmal ruckzuckieben. Ich hoffe, das ist nicht paralysiert. Bitte, bitte, ja, ruckzuckieb. Und dann haben wir es weggehauen. Ich fand die Technik ziemlich cool. Bam. Und so hast du auch erfolgreich gegen ein Elektro-Pokémon gewonnen. Finde ich gut. Ja, du musst deine Lieblings-Pokémon musst du noch mehr trainieren. Du hast das ja sogar noch spezifischer. Du hast nur eine Entwicklungsreihe genommen. Was ziemlich dumm ist. Aber gut. Wo bist du? Full Heal nehme ich jetzt einfach mal. Das heilt alles. Habe ich gehört. Dann machen wir das mal anders. Komm her. Ich will ein gegnerisches Pokémon. Ein Zubat ist doch super perfekt. Da kann ich mich einfach heilen, wie ich will. Roost. Swift. Der überrollt mich erstmal mit so einem mit seinem Auto. Zack. Confuse Ray und Flucht. Kein Bock gegen dich zu kämpfen. So kann man auch mal ein paar Tränke sparen. Nur Pokémon, die sich heilen können, benutzen. Revive oder Beleber. Auch gut. Super, du hast erst was zu melden, wenn du Shiny wärst. Wobei du Shiny auch ziemlich schlecht aussiehst. Ich glaube grün oder so. Grün. Ich meine, ich habe nichts gegen grün. Mein, ja. Grün ist ganz cool, aber nicht bei dem Zuber. Was, du hast nur Macho-Pokémon? Ja, sehe ich. Wow, sieht ja beängstigender aus und muskulöser als ein Machomai. Der kleine Clever, der. Ruckzucki! Ich bin mit dem Moveset sogar richtig gut zufrieden von Staralili. Bis jetzt. Ich meine, ich muss mir noch was einfallen lassen, wenn es Nahkampf lernt und so. Ruckzucki ist immer ziemlich cool und Notsituation ist auch ziemlich cool und alles brauchbar, deswegen... Also wenn hier bitte ein Shiny auftaucht, live vor der Cam, dann bitte ein anderes Pokémon als Zubat. Denn alle anderen sind ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob rein optisch, aber... Wer will denn ein Shiny Zubat? Das hat doch schon fast jeder. Los, Evoli! Evoli! Staralili! Aeroas! Der überfährt mich auch mal. Warum hat hier jeder Spacken ein Auto? Ich verstehe das nicht. Ein japanisches. Suzuki muss ja japanisch sein. Suzuki.
hoffentlich richtig ausgesprochen. Bats. Lasnat. Mhm. Lass ich aber nicht. 3 Great Balls habe ich. Ich bin männlich genug, du. Ich lass dich Beth nicht berühren. Bob und Beth. I do my best. Airoas. Ich weiß nicht, aber ob ich Beth widerstehen kann. Vielleicht nehme ich Beth mit ins Beth. Oh mein Gott, war das schlecht. Brave Bird zum Beispiel ist eine ziemlich gute Attacke. Ja, und ich bin jetzt überfragt, ob ich diese... Ich nehme Notsituation jetzt einfach weg. Wobei sie mir echt das Leben gerettet hat gerade. Dann nehme ich Quick Attack einfach weg. Mann, dann habe ich halt keinen Finisher-Move so, aber egal. Bob und Beth. Ich möchte sehen, wie schnell dein Pferd ist. Schau, mein Pferd. Mein Pferd ist unglaublich. Lecke es ab und du verbrennst dir die Zunge. Aeroas. Oh mein Gott, es ist jetzt schneller. Jetzt hätte ich es zum Beispiel benutzen können. Denn jetzt ist es schneller als ich. Zack. Aber wir besiegen es trotzdem, weil dieses Pferd hat doch keine Chance gegen uns. Naja, es war schon schnell. Beim zweiten Mal hat es sogar mein Pokémon fast besiegt. Aber jetzt brauchen wir mal wieder die Hilfe eines wilden Pokémons. Hallo. Ich habe gesagt, ich brauche die Hilfe. Danke. Und jetzt rooste dich und booste dich, bis du voller KP bist. Zack. Wing Attack, mir egal. Du hast Run Away von dem wilden Pokémon und ich lasse Nat aber nicht in Ruhe, mir egal. Ja, ich möchte sehr gern ein Spooky Battle. Na, du Hexe? Wusstest ihr das? Also ich meine, es ist, wenn man es weiß, wirklich offensichtlich, aber Kramux basiert auf eine Hexe. Sie hat einen Hut auf, oder er hat einen Hut auf und hinten der Schwanz. Die Schwanzfedern sollen aussehen wie ein Hexenbesen. Für Leute, die es noch nicht wussten. Fun Fact. Zum Mitnehmen. Misdravus. Roost. Hex, Hex. Komplett keine Effektivität. Aber der brave Vogel, der wird dir mal zeigen, wie nicht brav er ist. Und haut dich einfach mal in die Maschen. Schigi, Schigi. Da ist jemand. Schigi, Schigi. Das ist eindeutig ein Deutscher. Nein, ich möchte nicht, dass es sich entwickelt. Nur leveltechnisch darf es sich gern entwickeln. Julia Perez. Was geht, Julia Perez? Warum bin ich überhaupt hier, wenn hier nichts ist? Hallo, Kind. Nimm das mit. Ich habe wirklich nichts, was auch immer. Spelltag, was auch immer das bringt. Oh mein Gott, wo ist sie hin? Sie war ein Geist. Wie unauffällig. Sie war so grau und ja. Grabsteine, die wir nicht lesen können. Und hier liegt... Julia Perez, sagt er. Gut. Das ist mir zu gruselig. Ich möchte gehen. Darf ich gehen? Gleich greift Julia Perez nach meinem Namen und sagt, du bleibst hier, ich fresse dich auf. Aber schnell hier raus. Das ist mir zu gruselig. Komm, 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 komm. Diese Musik ist mir auch zuwider sogar. Wow, und Zubat attackiert uns direkt so. Ich wollte auch gerade die Treppen rauf, hier so runter. Bam, sind wir gegeneinander gelaufen. Und dann ging es halt ans Eingemachte, ne? Im Battle. Ich bin einfach an ihm vorbeigelaufen und gesagt, jo, bis später. Ja, Zubat, du bist wirklich nur dezent nervig. In jedem verkackten Spiel bist du dezent nervig. Schnell hier raus. Und wo kommen wir dahin? Wo kommen wir denn dahin? Route 209. Wie komme ich denn dahin?
Wie komme ich da hin? Da komme ich gar nicht hin. Das ist wie eine Verarsche. Die so, boah, wir machen hier Verarscher-Sachen so. Props an die Entwickler. Ich bin sehr traurig darüber. Citrusbeere. Noch einmal. Und Lumberry, soweit mich nicht alles täuscht. Lumberry ist auch super, das nehme ich alles mit. Mann, ich fühle mich wie ein Gärtner. Ich habe eine Bestimmung gefunden, endlich in meinem Leben. Einer. Wow, die Beeren wachsen super hier. Mhm. Und was sagst du, Stachelkopf? Vorher war gar nichts hier und dann kamen hier erstmal so Menschen und haben alles kaputt und platt gemacht und dann kam Pokémon hierher. Warum auch immer die nicht vorher schon hier gelebt haben, weil hier ein verkackter Wald war vorher. Ich mag Pokémon beobachten. Ich bin Pokefiel. Okay, ich gehe lieber schnell weg. Ich habe keinen Bock auf dich. Hallo, junger Reisender. Entspann dich und nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Na, was sagst du? Sinnoh Daycare. Hier, die Tür kann ich nicht benutzen und diese hier kann ich auch nicht benutzen. Sag mal, wie kann ich denn dieses Daycare Center benutzen? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Mir fehlt noch ein Special Part über übrigens Love Island, ne? Jeden Sonntag besuche ich die verlorenen Türme. Das klingt sepulchral, aber ich kann dich nicht verstehen. Und schon ändert sich das Wetter in Regen, weil ich deswegen sehr traurig bin. Sag ich, Tick. Ja, ich wusste, dass ich das noch nicht gesehen habe. Na, was sagst du? Niemand hat ein Pokémon hier in Eierlegen gesehen. Aber ich bin wirklich sicher, dass sie es können. Nur nicht bei Pokémon Revolution Online, da funktioniert das leider nicht. Diese Musik ist kacke. Warum haben die keine Stadtmusik hier? Wirklich, wirklich, da muss ich mich nochmal beschweren. Aber das geht gar nicht. Nicht mal eine Stadt hat Musik hier. Ich sagte, die sind wirklich viele Farms. Ja, sie werden zwar stärker, aber man kann sie auch später entwickeln, so wie ich das mache. Und dann sind sie richtig stark gegen Ende. Und hoffentlich in nahe der Level 100. Wobei sich das hier so anfühlt, als ob man hier ziemlich schnell durch ist. Warum mache ich das? Junge, warum mache ich das? Bin ich irgendwie doof? Ich bin richtig doof. Ich muss nämlich eigentlich hier oben lang und dann hier lang, um zu diesem anderen Haus zu bekommen. Und da ist eine Höhle, verdammte Schande. Oh, du hast gar keinen Sealcase. Hier kannst du deine Pokebälle... Ja, braucht kein Mensch, oder? Die Pokebälle kostümieren. Das interessiert mich ja so viel wie Dummiesel. Das ist dümmer als Dummiesel. Okay, komm her. Komm her. Zack, zack. Komm ich wieder rein. Er ist blockiert. Okay, sieht man. Ist offensichtlich blockiert. Aber dieses Spiel sagt ja auch, die Arenaleitertür ist geschlossen, auch wenn sie aufgeht, während ich davor stehe. Das macht auch überhaupt keinen Sinn. Hey. Yes, heile meine Pokémon. Hab einen nice Afternoon, Bro. Oh mein Gott, ich wurde gefriendzoned von ihr. Ich muss schnell wegfahren und diesen Frust verdauen. Oh, hohes Gras. Was liegt denn da im Weg? Geodude. Es spielt. Das hat zu viel Spaß im Leben, Alter. Du bist ein Bidoof. Bitte bi doch nicht so doof, okay? Da. Ich bin noch kein... Wie heißt denn das nochmal auf Deutsch? Auf jeden Fall begegnet. Schade eigentlich, denn ich würde gerne den Sound hören. Der macht schon ein bisschen süchtig. Ist so lang wie ein Track und so cool wie ein Track aus der Zukunft, hört er sich an. Harvest nun. Harvest. Harvest. Wow, wo kommst du denn her? Surprise! Ja, das war wirklich ein Surprise. Aber gleich kriegt der Surprise, ne? Brave Bird! Wir haben keinen Bock rumzuspielen. Wir hauen dich lieber kaputt. Ich bin gleich auf Level 40. Ich dachte, mein Dings ist auch auf Level 40. Anscheinend nicht. Hallo, Jogger Wyatt. Why at my face? Why are you looking at my face? Okay? Mega, mega! Ich wünschte, sie hätten den normalen Ton von Pikachu hier reingemacht. Brave Bird,
du überlebst das auch noch. Wie kann das denn bitte sein? Thunder Wave. Das finde ich ziemlich abartig. Elektroball, aber das macht uns nicht, denn wir machen ja Aeroass und das Pikachu sieht rot. Ich bin so durstig, es regnet. Mach den Mund auf. Aha. Wenn man die Straße entlang geht, dann findet man ein Café, hat er gesagt. Heilen. Wo kann ich hier heilen, Mann? Wo kann ich hier bitte heilen? Verdammt, Mann. Übertragen möchte ich nicht benutzen. Wieso benutze ich denn einfach diesen alten Trick hier und gehe hier rein und kämpfe nochmal mit ihr? Was? Ich kann das Café von hier sehen. Ich möchte meine tägliche Portion Kumu-Milch, Alter. Hast du nicht genug Milch von deiner Mama bekommen? Warum nicht? Warum machst du das? Eid und Tier. Ich mag dieses hohe Gras. Warum hat hier jeder einen Ponita? Das ist auch nur dezent nervig. Oh Mann, Aeroass tötet es nicht. Flame Charge tötet mich nicht. Und ich mach einfach... Oh Mann, ich bin so dumm. Level 21. Vielleicht kann Bidoof ja was machen. Bidoof, ich setz mein ganzes Vertrauen in dich, aber das wurde schwer enttäuscht. Mit Robustheit hättest du es noch mal hingekriegt, ne? Du kannst sowieso nicht, du kannst auch nichts, Magpie kann auch nichts, also bleib Piplup. 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 Drillpack. Bohrschnabel. Bohrschnabel, heftig. Kein Problem. Und weg mit dir. Du hast es verdient zu gewinnen. Danke. Das ist ja ein Kompliment. Tausendmal nicht zurück. Togepi. Ist das selten? Hier gibt es so viele Baby-Pokémon. Mobile, Togepi, Pantimimi. Ich will das immer fangen. Ich weiß nicht wieso. Ich folge dir. Wohin du willst, du süßes Wesen. Ich dachte, vielleicht kriegen wir einen guten Preis für so ein perfektes Togekiss, was ich jetzt fangen werde. Oh mein Gott, ich habe ein Geräusch gehört und das ist mit Kopfhörern dezent gruselig. Bleib drinne, okay. Tu mir den Gefallen. Danke. Das können wir uns auch direkt im Pokémon Center angucken, denn ich habe sowieso vor, die korbende Schwester nochmal zu sehen. Wahrscheinlich ist hier einfach gerade jemand auf Klo gegangen und ich habe mich deswegen erschrocken. Es klang, als wenn hier jemand mich angeklopft hat. Vielleicht hat man es ja gehört. Wir sind mittlerweile bei Box 15 angekommen. Das finde ich ziemlich krass. Gengar habe ich auch gefangen. Speed minus Attacke plus. Das ist ja sowas von cool. Nee, es ist ziemlich schlecht. Der Hustler. Kein Problem. Das können wir verzeihen und hauen einfach wieder rein. Wow, ein Reim. Weil ich reimen so gut kann. Ich bin halt ein ganzer Mann. Der... Keine Ahnung. Wow. Schon wieder jemand. Das ist so spaßig, dich zu verarschen. Oh, wow. Und endlich kommt man Galoppa. The real deal. Brave Bird. Und das müsste reichen, um dich zu besiegen. Level 21 ist nämlich wirklich kein Level, um ehrlich zu sein. Ich sollte die, Trainer hier übrig lassen. Ich komme zu Eid und Dings gar nicht so hin, oder? Oder kommt man hier so schummeligerweise so rum? Warte. Natürlich. Ha. Hallo, Eid. Willst du mit mir ein Eid ablegen? My sister is always mirroring me. Alles klar. Aus welchem Land kommst du? Erzähl. Brave Bird und du wirst es mir nicht verraten und ich bin fast tot. Okay, wir lassen dich nicht Piplup überholen. Und sie sagt jetzt, my sister is always mirroring me.
Piploop, Surfer, zeig's dem Pikachu und ertränk es mit seiner süßen Fratze. Wow, Pikachu ist echt süß hier. Krass. Ich wünschte, sie würde aufhören. Ich nicht. Hallo, Kalil. Oh no, I lost my... Ich lese dieses Wort nicht vor. Nachher werde ich noch geblockt wegen sexuellem Inhalt. Happy Knee Surfer. Level 40. Yeah. Saber maint in 10 Minutes. Das finde ich ziemlich cool. Denn dann kann ich den schönen Part auch in 10 Minuten beenden. Das ist ja quasi, komm, wir haben die gerufen. Ja, Mama. Ich bin wirklich sicher, meine Milch zu bekommen. Kaffee Cable, die beste Mumu-Milch in der Sinnoh-Region. Psyduck. Die versperren den Weg, haben Kopfschmerzen, haben wohl ihre Milch nicht bekommen. Hallo Edwin, na, was geht? Du willst kämpfen? Joa, nichts ist besser als das. Das war auch ein mega krass schwer zu bekommendes Pokémon. In Diamant und Perl, weil es irgendwie Zufall war, an welchen komischen Honigbäumen es auftaucht und dennoch nur 1%. Also das kann echt Jahre dauern. Ja, bin ich jetzt schon im Maintenance? Hier kann ich jetzt eigentlich nichts mehr machen. Nee, da stand 10 Minuten, komm schon. Ja, die scheinen ziemlich krass drauf zu sein, was jetzt abgeht hier so. Die wollen den Server jetzt verbessern. Oder was, die wollen das Spiel verbessern, würde ich jetzt sagen. Ich hoffe, in 10 Minuten schaffen wir nochmal das hier alles. Aber ein Flug-Pokémon wäre hier gar nicht schlecht. Oh, eine Flugattacke, allerdings auch nicht. Drill Pack, zack, vierfach Effektivität. Sehr effektiv auf Käfer und Kampf. Okay, du schenkst uns die Level nur so. Oh, es war schneller als ich, aber es hat nicht getroffen. Das finde ich gut. Scaraborn. Mr. Mime, Drill Pack muss es also sein. Psystrahl hat mich besiegt. Das finde ich ziemlich fies. Wo war ich stehen geblieben? Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Brave Bird, das müsste ja wohl ausreichen, um dich zu vernichten. Das war wirklich ein guter Kampfklanger. Willkommen, Kaffee Cable. Ja, würde ich jetzt schon gerne. Aber ich muss mal echt mal gucken, mich hier kurz zu heilen. Revive. Muss ich leider schon benutzen. Yes, I will. Mumu-Milch für 5000. Ja, 12. Ja, das ist ein ziemlich fairer Preis. Dankeschön. Denn das heilt fast so viel wie ein Hypertrank mittlerweile. Wo bist du? Wo bist du? Komm raus, wo auch immer du bist, da bist du. Zack. Und zack. Ah, Waitress Kati. Die ruhelose Kati. Nein, keine Ahnung, was Waitress einfach heißt. Pipis Ton klingt schon wie Pipi. Ich muss Pipi. Oh, da ist übrigens ein Link, den kann man sich quasi runter gucken und dann gucken, was da los ist. Warum das, was verbessert wird und so. Das finde ich auch mal ziemlich cool. Hallo, reicher Mann. Großartige Qualität hat die Milch hier. Okay, wir spielen einfach bis zum Ende. Ich werde dann ja wahrscheinlich einfach rausgeworfen, oder? 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 Kann das sein, dass... tatsächlich... gar nichts mehr? Kann ich jetzt trotzdem weitermachen? Jetzt probieren wir jetzt mal aus. Ihr seid live dabei, wie ich mich auslogge und einlogge. Also ich meine, wer... Okay, Leute, damit ist dieser Part vorbei. Hört nochmal diese wunderbare Musik als Abschluss. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.
Ciao.